Laserpointer bei hellen Bildschirmen. Funktioniert nicht. Gut, benutze ich den nur zum Weiterdrücken. Ja, den kann ich einstellen. Okay, gut. Herzlich willkommen zu meinem Part jetzt. Schön, dass so viele gekommen sind. Mein Name ist Micha Baum. Ich arbeite im Landesprogramm Zukunftsschule im digitalen Zeitalter. Wobei, wie man am Logo sieht, der Schwerpunkt bei Zukunftsschule liegt, das digitale Zeitalter. Ich denke, das ist, nehmen wir als gegeben hin. Die Jobs der Educational Engineers wurden eingerichtet, um ein bisschen eine Schnittstelle zu bilden zwischen universitärer Fachdidaktik, Forschung an Lehren und Lernen und den Schulen. Ja, also wir versuchen so ein bisschen Lehr-Lern-Szenarien, Prototypen zu entwickeln und die an Schulen zu bringen, konkret. So. Ich habe die anderen Vorträge, die ich bislang gesehen habe, waren alle recht technisch, für mich zumindest. Ich bin technischer Biologe, so vom Studium, Zweitstudium Lehramt, und es geht heute auch um Technik, aber es geht auch um Biologie und es geht auch ganz viel um Bildung und Lehramt. Also genau dieser Blick, ja, ihr könnt auch noch rausgehen. So, ich möchte ein bisschen über offene Schulen, Open Education sprechen, das, was ich darunter verstehe, das geht nämlich weit über das Technische hinaus, und das Ganze an einem Beispiel darstellen eines Projekts, das gerade eben läuft, also im Moment läuft, und zwar die School Nature Challenge in Schleswig-Holstein. Jetzt im Moment sind ganz viele Schülerinnen und Schüler in diesem Land draußen unterwegs und sammeln Biodiversitätsdaten für ein großes Citizen Science Projekt. Auf das komme ich nachher konkret zu sprechen. Erst möchte ich ein bisschen eine theoretische Fundierung bringen. Ich komme halt von der Uni, tut mir leid. Und zwei Bildungstrends, die wir derzeit weltweit sehen, aufgreifen und ein bisschen was dazu erklären. Der eine ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und der andere beschäftigt sich sehr viel mit Kompetenzen, und es geht um sogenannte Future Skills, manchmal auch 21st Century Skills. Was benötigen denn Menschen, Lernende, um im 21. Jahrhundert in einer digitalisierten Gesellschaft klarzukommen? Gehen wir erstmal auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die UN hat 2015 diese 17 Ziele beschlossen, hat sich die Menschheit quasi selbst gesetzt, und zwar in den kommenden Jahrzehnten diese Ziele zu erreichen: Abschaffung der Armut, kein Hunger mehr, Klimaaktion, gute Bildung und so weiter. 17 Ziele gibt es, und sie haben gesagt, bis 2030 ist in allen UN-Ländern sicherzustellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben. Ja, da lacht schon jemand. Ja, es ist sicherzustellen. Wir haben noch 6 Jahre. Also, genau, dazu zählen nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft, die Wertschätzung kultureller Vielfalt und Beitrag der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung. Ja. Wenn man an die Schulen schaut, ist es tatsächlich so, dass es hauptsächlich die Geografie macht. Also das ist die Aussage, die man meistens bekommt von Leuten. Es ist sehr stark in den Curricula der Geografie verankert, die anderen Fächer ziehen alle nach. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, dass die gegeben wurden, und es wird dringlicher. Und zwar möchte ich kurz dieses Diagramm hier zeigen: ökologische Belastungsgrenzen dieses schönen Planeten. Aktuelle Daten von 2022, es gibt eine neue Version von 2024, die habe ich noch nicht drin. Da haben Wissenschaftler mal Daten zusammengetragen und geschaut, wie sieht es denn in verschiedenen ökologischen Themen aus auf der Erde, und wo sind die Regenerationsfähigkeiten der Erde, wo sind die Belastungsgrenzen, und hier kriege ich einen Mauszeiger, ja, sehr schön. Genau, und da fällt auf, dass 3 Gebiete ziemlich drüber sind, also außerhalb der Grenzen. Das heißt, wir verhalten uns sehr, sehr unnachhaltig in dem Bereich. Einbringung neuartiger Substanzen, da geht es sehr viel um Plastik, aber natürlich auch um Ewigkeitschemikalien. Wer es mitbekommen hat, heute war die Meldung mit diesem Maisschutzstoff, dessen Abbauprodukte im Grundwasser hängen und krebserregend sind. Ja, war so unter ferner Liefen, auf tagesschau.de ist ein Artikel. All diese Dinge, ja, die ganzen Chemikalien, die die Umwelt nicht verwerten kann und die wir einfach mal rauskippen und mal gucken, was damit passiert. Das andere: biogeochemische Kreisläufe, Stickstoff, Haber-Bosch-Synthese. Wir können organischen Dünger herstellen, das ist toll, allerdings reichern wir immer mehr Nährstoffe an dadurch und bekommen Probleme, nicht nur in der Ostsee. Und der dritte Punkt ist das Artensterben.
Und auf das geht auch die School Nature Challenge nachher nochmal ein. Also, wir haben eine wachsende Bedeutung von BNE. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Pariser Klimaziele zu erreichen, wird immer unwahrscheinlicher, sagt zumindest der IPCC. Und also aus den USA kommt so ein bisschen die Idee, wir richten naturwissenschaftlichen Unterricht an diesen Themen aus. Ja, wir versuchen Physik so zu unterrichten, dass wir etwas über Erderwärmung lernen. Ja, oder wir versuchen Biologie so zu unterrichten, dass wir etwas über ökologische Nachhaltigkeit lernen. Und wir beschäftigen uns in Chemie mit Kreislaufprozessen und dergleichen. Ja. Das heißt, den naturwissenschaftlichen Unterricht an diesen akuten Themen auszurichten. Das ist für Leute, die sich ein bisschen mit Bildungswissenschaften beschäftigen. Wolfgang Klafki hat in den 90ern schon gesagt, wir sollen Bildung an Schulen an sogenannten epochaltypischen Schlüsselproblemen ausrichten. Damit meinte er damals grundsätzlich die Umweltfrage oder auch Frage von Krieg und Frieden, dass Bildung eben dazu dient, diese Probleme zu lösen. Martin Dugiamas, der Gründer von Moodle, den habe ich 2023 bei einem Vortrag gehört und er hat sich sehr stark dafür ausgesprochen, dass wir, oder er sagt, es ist unausweichlich, dass wir langfristig alle Curricula in Schulen, alles, was gelehrt wird, an nachhaltige Entwicklung ausrichten. Weil das sind die entscheidenden Fragen. Ja, werden wir eine Gesellschaft haben, die in Jahrzehnten noch funktioniert, die in der Umwelt leben kann oder nicht? So viel zu BNE. Auf der anderen Seite Future Skills. OnLife, das Wort habe ich gemobst von einem Technikphilosophen, Floridi, der gesagt hat, es gibt kein Online und Offline mehr, über diesen Status sind wir längst hinaus, wir sind ständig OnLife. Ja, also auch wenn wir gerade nicht online sind, geschehen im Netz Dinge, die uns betreffen. Wir erhalten E-Mails, auch wenn wir gerade nicht aufs Postfach zugreifen. Ja, Menschen kommentieren Social-Media-Posts und so weiter. Also wir sind, er nannte es eine Mangrovengesellschaft, weder Salzwasser noch Süßwasser, weder online noch offline, wir sind ständig on-live. So. Die Kultusministerkonferenz hat einige Kompetenzen dazu aufgeführt, orientiert am europäischen Kompetenzrahmen. DigiComp heißt der, die Menschen brauchen, um mit digitalen Medien umzugehen. Und dann gibt es noch dieses Feld der Future Skills. Die These, wir leben in einer VUCA-Welt. Wer hat das noch nie gehört? Okay. Das bedeutet, unsere Welt ist geprägt von Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, also Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Vieldeutigkeit. Und wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen, im gesellschaftlichen Kontext, in einem Arbeitskontext. So, und auch da gibt es der Versuch mit ganz einfachen Antworten. Die 4K sind so ein Versuch zu antworten. Was muss man können in so einer unsicheren und vieldeutigen Welt? Nebelkompetenzen ist noch ein schöner Begriff. Wir müssen uns vorwärts stochern, weil wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wichtige Bereiche dafür sind Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Klingt gut. Im Amerikanischen wurde das Modell noch um zwei weitere ergänzt, weil da heißt es nämlich 4C-Modell. Da wurde noch Charakter und Citizenship mit aufgenommen. Nur so als ein Modell, das es gibt. Und die OECD, die ich darf das mal sagen, damals PISA verbrochen hat und so ein bisschen gesagt hat, oder die Idee hatte, dass hauptsächlich Kompetenzen, die in der Wirtschaft benötigt werden, unterrichtet werden sollten, die hat eine ziemlich große Wende hingelegt in den letzten Jahren an dem, was sie sich vorstellt, wie Bildung auszusehen hat. Und eine Zusammenfassung dieser Wende ist der sogenannte OECD Learning Compass, den man hier sieht. Und er setzt als großes Ziel Wellbeing 2030. Ohne es präzise zu definieren, aber es geht um das Wellbeing der Gesellschaft und auch des Individuums in dieser Gesellschaft. Und genau, in diesem Kompass stehen sehr viele Kompetenzen, Transformationskompetenz, Einstellungen, Haltungen und so weiter drin. Aber die zentrale Herausforderung sehen Sie da drin, die Lernenden, die diesen Kompass entwickeln, all diese Fähigkeiten entwickeln, dazu zu bringen, ihn auch anzuwenden. Hier steht Student Agency, also Schülerinnen, Schüler, Lernende allgemein müssen aktiv werden, müssen irgendwie partizipieren an gesellschaftlichen Prozessen und dazu müssen sie rauskommen aus den Schulen. Das können sie nicht in ihrem Klassenzimmer machen oder kaum in ihrem Klassenzimmer machen. Zumindest nicht, wenn sie keinen Internetanschluss haben. So, hier ein Zitat aus einem
aus einer Veröffentlichung von Riekmann, eine nachhaltige Entwicklung ist ein gesellschaftlicher Lern-, Verständigungs- und Gestaltungsprozess. Und da kommen diese zwei Schienen wieder zusammen. Da kommt BNE und Future Skills wieder zusammen. Ja, in dieser Idee der Partizipation. Und was wir da gerade machen mit der School Nature Challenge, das möchte ich jetzt kurz an dem Beispiel, vielleicht auch weniger kurz, an dem Beispiel Biodiversität aufrollen, für alle, die nicht so im Thema drin sind. Diese schöne Grafik von XKCD Comics zeigt die Masse der Landsäugetiere. Dunkelgrau Menschen, hellgrau unsere Nutztiere und grün die wilden Landsäugetiere. So, darf jetzt jeder selber drüber nachdenken. Es gab in der Erdgeschichte 5 große Aussterbeereignisse und ich will da nicht ins Detail gehen, aber die Frage stellt sich gerade, sind wir gerade dabei, das 6. zu verursachen? Ja. Hm? Ja, wenn es bereits passiert, dann können wir auch aufhören, weil dann ist so. Ja, es gibt sehr viel, was dafür spricht. Die Frage ist, können wir das noch stoppen, stecken wir da noch drin oder ist das jetzt schon ein Selbstläufer geworden? In den Nachhaltigkeitszielen finden sich 2 Punkte, Leben im Wasser und Leben an Land. Wir können uns fragen, warum ist das schlimm für uns, wenn es ein Aussterbeereignis gibt, dann gibt es halt keine Orang-Utans mehr, das wäre schade und keine Nashörner mehr, aber was juckt das uns? Orang-Utans und Nashörner wahrscheinlich wenig, aber andere Organismen sind super wichtig und liefern sogenannte Biodiversitätsdienstleistungen, mal ein bisschen wirtschaftswissenschaftlich gesprochen. Wenn man sich mal überlegt, was alles passieren muss, um aus Luft, Wasser und ein paar Mineralien eine Pizza zu machen. Welche Prozesse chemischer Art sind notwendig? Und wie viel davon machen Organismen für uns? Ja, von den Bakterien, die im Boden Stickstoff fixieren, für unsere Pflanzen, die dann wachsen und die Früchte produzieren, Bestäuber, die diese Pflanzen erst bestäuben und so weiter und so fort. Dann sieht man schon, was für eine enorme Vielfalt an Biodiversitätsdienstleistungen da Ökosystemdienstleistungen, die Biodiversität für uns erbringt. Und wenn die nicht mehr da wären, wäre das ziemlich doof. Graham McKay hat einen schönen Comic gemacht zu Corona. Der war ursprünglich nur so groß. Da ist eine Stadt und eine Sprechblase, wash your hands and everything will be well. Und dann kommt diese Riesenwelle mit Covid-19. Und dann hat jemand gemeint, ja, aber danach kommt ja die Rezession. Dann hat er den Comic erweitert um diese Rezessionswelle. Dann meinte jemand, aber der Klimawandel. Und dann hat er den Comic erweitert mit der Klimawandelwelle. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber was ist, wenn die Biodiversität zusammenbricht? Und dann hat er das gemacht und dann fiel niemand mehr was ein, was krasser sein könnte als Katastrophenszenario. So, also, wie können wir Biodiversität schützen? In der Umweltbildung gibt es den Spruch, man kann nur schützen, was man kennt. Und auch dazu gibt es Studien. Schülerinnen und Schüler kennen heute erstaunlich wenig verschiedene Arten, heimische zumindest. Es gibt Studien, dass Schülerinnen und Schüler mehr exotische Arten, Arten aus den Tropen kennen als heimische Arten. Es gibt Studien, dass Schülerinnen und Schüler mehr Pokémon kennen als heimische Arten. Und die neueste, die mir untergekommen ist von vor 2 Jahren aus Wien, hat gezeigt, Schülerinnen und Schüler können mehr Marken unterscheiden, als sie heimische Arten zuordnen können. Und da sind jetzt keine sehr exotischen Sachen dabei, also irgendwie ein Dachs oder so oder eine Kastanie oder sowas. Ja. So, aber es gibt Interesse. Jugend-Naturbewusstsein-Studie vom Umweltministerium hat gezeigt, rund 60% der Schülerinnen und Schüler würden gerne, wo ist es, hier ist die Zahl, würden gerne mehr über die heimische Artenvielfalt erfahren. Und wir denken jetzt, dass wir eine ziemlich zeitgemäße und auch ansprechende Art und Weise gefunden haben, ihnen das beizubringen. Und zwar sogenannte Bioblitze. Bei einem Bioblitz geht es darum, in einem vorgegebenen Gebiet so viele Arten wie möglich zu dokumentieren, in der vorgegebenen Zeit. Früher konnten das nur Biologen und Biologinnen machen, klar, weil die wussten, wie die Arten aussehen, die hatten vielleicht die Ausrüstung, ja, die Kameras und konnten dann die Fotos entwickeln oder ja, oder so. Oder auch die Tiere fangen und dann auswerten. Aber das ist heute natürlich deutlich leichter möglich, weil alle haben ein Smartphone in der Tasche. Super, alle haben eine Kamera dabei und können diese Funde theoretisch auch hochladen. Zusätzlich gibt es sehr, sehr viele Tools, um sich in der Natur zurechtzufinden, um Arten zu bestimmen und festzulegen, was man da sieht. Und eine davon nutzen wir, eine dieser Plattformen, und zwar
iNaturalist. iNaturalist ist ein gemeinnütziges Unternehmen in den USA. Jetzt die schlechte Nachricht, sie kooperieren mit Google, wie man vielleicht am Kartendesign sieht. Ist nicht schön. Da ist es... So. Aber die Daten, die dort gesammelt werden, sind frei zugänglich. Es sind Daten, mit denen WissenschaftlerInnen auch arbeiten. Ja, in den USA sind bereits hunderte Veröffentlichungen erschienen. In Deutschland ziert man sich noch etwas, weil die Daten sind nicht gesichert und wer weiß, was die da alles einstellen und so. Aber es läuft. Also der Screenshot, 140 Millionen Beobachtungen, das sind zwischen 240 Millionen. Der ist ein Jahr alt, glaube ich. Also es gibt hier über 200 Millionen Datenpunkte weltweit, wo irgendwelche Organismen vorkommen. Ja. Das hier ist in Strande, nördlich von Kiel. Da gehe ich gerne mit meinem Tauchverein tauchen. Und da kann man Fotos machen und kann die hochladen. Und dann ist da ein Foto und es ist eine Bestimmung, was ist das für ein Tier? Da ist eine grüne Samtschnecke. Hier in Strande zu finden, es gibt die auch sonst noch in der Kieler Förde und so weiter. So sieht das aus. Also macht ein Foto, lädt das hoch. Dann kommt einem eine KI zu Hilfe und bestimmt. Die ist manchmal vorsichtig, manchmal stellt sie auch ganz steile Ideen auf, ganz steile Thesen auf, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Genau, das kann man mit KI machen. Und jetzt kommt das Tolle daran, da es offen zugänglich ist, können alle anderen Leute, die iNaturalist nutzen, dort auch kommentieren und auch sagen, du hast Quatsch erzählt. Und dann anfangen, miteinander zu reden und in Austausch zu kommen. Ich habe hier dieses Foto von der Grundel und da haben sich dann zwei Grundelexperten aus Südfrankreich, die im Mittelmeer sonst an Grundeln forschen, haben sich darunter dann unterhalten über irgendwelche Flecken auf irgendwelchen Rückenflossenstrahlen. So, ich habe gesagt, oh danke, cool, sehr schön. Ja? Und das passiert dort ständig. Da sind einfach sehr viele Leute unterwegs und diese Community ist weltweit, also der Wanzenexperte vom Pariser Naturkundemuseum ist dort. Und also es ist wirklich ziemlich irre, wer dort alles unterwegs ist und dort hilft, diese Fotos zu bestimmen. So, gut, dann, wie macht man einen Bioblitz mit dieser Plattform? Dazu habe ich ein kleines Werbevideo von letztem Jahr mitgebracht. Über 1000 verschiedene Arten beobachtet. Damit haben wir noch vor Berlin und Frankfurt am Main den ersten Platz in Deutschland verteidigt. Weltweiter Sieger war La Paz in Bolivien. Wie es funktioniert? Ganz einfach. Melde dich über die App oder den Browser kostenlos bei iNaturalist an, geh raus in die Natur und mache Fotos. Lade deine Aufnahmen hoch und bestimme deine Beobachtung so gut du kannst. Egal ob im Garten, in der Stadt, in Parks oder in der freien Natur. Wichtig ist, dass es wilde Lebewesen sind. Dein Hund, deine Katze oder deine Topfpflanze zählen also nicht. Lerne Neues über unsere heimische Artenvielfalt und hilf mit, sie auf iNaturalist zu dokumentieren. Die City Nature Challenge startete 2016 in San Francisco und Los Angeles. Mittlerweile findet sie überall auf dem Globus verteilt statt und motiviert immer mehr Menschen dazu, rauszugehen, um wilde Lebewesen zu dokumentieren und kennenzulernen. Die City Nature Challenge findet jedes Jahr Ende April für 4 Tage statt. Um nicht nur zu sehen, was alles erreicht werden kann, wenn wir an einem Strang ziehen, sondern auch, welche Stadt oder Region die meisten Naturbeobachtungen, die meisten Arten, aber auch die meisten Leute motivieren kann. Bei der City Nature Challenge geht es aber nicht nur um den Wettbewerb. Wir möchten die Schönheit und Vielfalt der Natur feiern, Neues lernen und gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt die lokale Artenvielfalt erkunden und dokumentieren. Mache jetzt mit und sei ein Teil der City Nature Challenge 2023. Mach mit bei der umzusetzen, an Schulen umzusetzen. Was macht das Ganze aus? Die können das mit eigenen Smartphones, die Daten sammeln, also unter Beachtung des Datenschutzes natürlich, recherchieren, kooperativ zusammenarbeiten. Das Ganze ist sehr motivierend. Ja, man sieht immer, wie viele Arten hat man gerade, wie viel hat die andere Schule und so. Ja.
Es ist so motivierend, dass einige wirklich viel Quatsch da machen und Fotos aus Tierbüchern und so hochladen. Ja, und das Wertvolle, und das ist ein Begriff aus der Biologiedidaktik, die Primärerfahrung. Sie kommen wirklich in Kontakt mit Lebewesen, mit Organismen, schauen die direkt an oder durch einen Handy-Kamera-Bildschirm-Reihe. Genau. So, die School Nature Challenge. Sie läuft seit Sonntag und läuft bis Sonntag. Ich habe gestern Abend geschrieben, bislang 30.000 Beobachtungen. Das ist heute schon wieder deutlich mehr geworden. Hier können wir mal reingucken. 38.000 Beobachtungen im Moment. Beziehungsweise das war vorhin. Laden wir neu. Und 40. Oh, knapp. Noch nicht. Man sieht, an der Westküste ist nicht ganz so viel Engagement, aber das sind auch nicht ganz so viele Leute. Aber also hier rund um die großen Zentren, Rendsburg, rund um Kiel, genau, hinten Lübeck, da ist richtig viel los. Und jeder dieser Punkte ist eben eine dieser 39.000 Beobachtungen. Fast 3.000 Arten ist ziemlich verrückt viel. Also ich mache das seit ein paar Jahren, ich bin da sehr interessiert, ich fotografiere gerne Insekten, ich gehe tauchen, auch in den Tropen und so weiter. Ich habe noch keine 3.000 Arten. Also, das ist wirklich viel, das ist wirklich sehr, sehr viel. Genau, das wollte ich kurz zeigen. Dann auch noch, was iNaturalist als Datenbank auch noch liefern kann. Ah, 210 Millionen, ich hatte 240 im Kopf. Man kann hier auch sich beliebige Einheit, taxonomische Einheit raussuchen und überall Funde angucken lassen, wo kommen Pinguine vor. So. Zum Beispiel, wenn man sich für Pinguine interessiert, dann könnte man schauen, okay, gibt es mehr Pinguinarten als Linux-Distributionen? Ich habe keine Ahnung, wie viele Linux-Distributionen es gibt, aber so, es gibt 18 Pinguinarten, die bei iNaturalist beobachtet wurden. Man kann sich deren Verteilung anschauen und auch auf jede einzelne Beobachtung draufgehen, wann die gemacht wurde. Und die Daten sind auch alle offen zugänglich und kann man sich auch runterladen. So, gut. So. Dann gibt es auch schon einige schöne Funde bei der School Nature Challenge. Ich habe noch, also ich werde nicht alle 40.000 durchgucken können, aber hier wurde von Klasse 8C von der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm eine Schwebfliege fotografiert und das ist die Erstsichtung in Schleswig-Holstein dieses Jahr. In dieser Schwebfliegenart, ja. Wenn es eine Schul-Challenge ist, dann machen bestimmt irgendwelche Klassen noch Ausflüge genau dafür. Das heißt, wenn ein Tier entdeckt wird, dann gehen 30 Leute hin und machen 30 Fotos und dann sind es 3 Beobachtungen, obwohl es ja eigentlich nur eine ist. Wenn es individuelle Accounts gibt, ja, wir raten den Schulen aber davon ab, individuelle Accounts zu machen aus Datenschutzgründen. Die meisten haben Klassenaccounts oder von kleinen Gruppen. Aber ja, den Effekt gibt es. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Also dann hat man halt ein Triplikat, aber die Daten sind ja nicht quantitativ, sie sind qualitativ. Sie beschreiben. Zu dem Zeitpunkt gibt es an diesem Ort diesen Organismus. Und wenn ich den dreimal habe, okay, dann macht das keinen Unterschied in der Aussage. Ach so, ah, okay. Die Frage war, wenn Klassen irgendwie unterwegs sind auf einem Ausflug und irgendeinen bestimmten Organismus finden, dass dann mehrere Schülerinnen und Schüler von dem gleichen Organismus ein Foto machen und dass dann die Quantität der Daten vervielfacht. Ja, genau. Aber das, wie gesagt, ist nicht problematisch. So. Okay. Auch etwas sehr Schönes ist, die Plattform hat als Standardeinstellung, dass alle Fotos CC BY veröffentlicht werden, also unter freien Lizenzen. Und es ist auch mit der Wikipedia verknüpft und man kann dort schöne Fotos finden für alle möglichen Anwendungen, die alle frei nutzbar sind, auch unter Wasser. Die Kieler Förde kann auch sehr schön sein, wenn man in die entsprechenden Tiefen kommt. So, also ein paar Beispiele. Dann lernen die Schülerinnen und Schüler draußen nicht nur etwas über Biodiversität, sondern sie lernen auch etwas mit digitalen Medien und deshalb auch etwas über digitale Medien. Insbesondere, dass sie eine KI verwenden. Ich habe KI hier überall in Anführungszeichen gesetzt. Der Vortrag kommt, glaube ich, nachher. Wie war das? Lieber natürlich dumm als künstlich intelligent, genau. Ja, also dass sie eine KI verwenden und schauen, wie zuverlässig ist die. Ich hatte ein sehr, sehr schönes
Ereignis mit einem Schüler, der einen Bach runtergerannt ist und ein Foto gemacht hat von einer Muschel und hochgerufen hat, die KI sagt, es ist ein Frosch. Großartig. Also diese Erfahrung ist für ihn super wertvoll, weil er wird niemals blind einer KI vertrauen. Ja, das wird einfach nicht passieren. Und das sind Lerngelegenheiten, die sich da eben auch ergeben. Wie kommt die KI zustande? Also woher kriegen die ganzen Apps diese ganzen Bestimmungsbücher gefuttert? Natürlich mit Fotos. Ein Computer Vision Model von 2017 hatte 3,5 Millionen Trainingsfotos. 2022 hatten sie einen Datensatz mit 27 Millionen Trainingsfotos und die Trainingsdaten, die kommen alle aus der iNaturalist Community, weil auf dieser Plattform gibt es ja Fotos, bei denen Menschen sagen, ja, das ist das. Ja? Also die wurden dann geprüft und können dann als Trainingsdaten weiterverwendet werden. Und da kommt inzwischen fast jeden Monat eine neue Version raus, die auch immer mehr Arten erkennen können. Und es gibt auch inzwischen einen Trainingssatz frei runterladbar bei GitHub mit 70 Millionen Fotos und entsprechende Art, was darauf zu sehen ist. Dann kann man mal anfangen, eine eigene KI drauf zu trainieren. Und sie fragen auch ständig nach Kooperationen. So, was ich Schülerinnen und Schülern mitgebe an der Stelle, ist immer das schöne Beispiel, was kann KI? Ich schaue mir diesen Pilz an, ich lade den hoch bei iNaturalist und iNaturalist sagt, das ist Macrolepiota procera und Wikipedia weiß, das ist der Speisepilz des Jahres 2017. Die große Frage, würdest du diesen Pilz essen? So. In dem Fall würde es tatsächlich gut gehen. Ich habe mit Pilzleuten gesprochen, die haben gesagt, ja, das ist der wirklich und es gibt auch keinen sehr ähnlichen. Aber natürlich gibt es im Netz andere Beispiele. Hier hat jemand ein Foto von einem Pilz hochgeladen bei Google Gemini und hat gesagt, lecker, das ist ein Champignon. Und ja, genau, das ist ein Champignon. Nee, es handelt sich um einen Knollenblätterpilz. Also, ja, genau, da sollte man der KI vielleicht nicht vertrauen. Und es war auf Mastodon. Die Kommentare darunter, AI is putting natural selection on speed dial and already started on the kill all humans protocol. Sehr schöne Beispiele von Internethumor und mit denen möchte ich jetzt auch die School Nature Challenge verlassen und ein bisschen auf das Thema Internet, Digitalität, Kultur eingehen. Und zwar gehe ich über mit diesem Scherz. Da ist ja immer eine gewisse Referenz dabei. Ich kann diesen Witz nur machen, wenn Leute das Bild sehen, das jemand anders hochgeladen hat. Ich kann diesen Witz nur machen, wenn Leute wissen, okay, die AI macht nicht wirklich ein Kill-All-Humans-Protokoll, sondern es gibt dieses Meme aus der Science-Fiction, dass eine KI irgendwann mal alle Menschen umbringt. Ja? Also all diese Referenzialitäten, die da mit drinstecken. Und die gehören laut Felix Stalder zu einer Kultur der Digitalität. Ich kann allen, die sich mit, sagen wir mal, gesellschaftlichen Begründungen für Open Source und Commons beschäftigen, dieses Buch ans Herz legen. Felix Stalder ist Medien- und Kulturwissenschaftler und führt da auf 200 Seiten sehr schön aus, was er unter einer Kultur von Digitalität versteht, was alles für ihn dazugehört. Das ist die Referenzialität, das ist die Gemeinschaftlichkeit. Menschen erzeugen gemeinsam Sinn im Netz und Algorithmizität. Und er zeigt auf, wie insbesondere die Algorithmizität immer mehr zu gesellschaftlichen Prozessen führt, die eine Art Postdemokratie gleichkommen, weil Dinge, die die Gesellschaft bestimmen, wir sagen YouTube-Algorithmen, Social-Media-Algorithmen im Hintergrund, laufen, ohne dass die Menschen, die die Informationen bekommen, irgendeinen Einfluss darauf haben und auch nicht wissen, was dort im Hintergrund passiert. Und er sagt, diese Prozesse müssen offen liegen, diese Prozesse müssen gestaltbar sein von der Gesellschaft und dass wir uns quasi an einem Scheideweg befinden zwischen Postdemokratie und einer Kultur der Commons. Genau, hier gibt es eine Rezension bei Netzpolitik.org zum Durchlesen. Für die Bildung bedeutet das, dass eine wichtige Grundlage ist, dass wir freie Lehrmittel haben, dass Menschen Zugang haben zu freier Bildung. Und da haben sich die OER als Idee festgesetzt oder durchgesetzt. Open Educational Resources, freie Lern- und Lehrmaterialien mit offenen Lizenzen, die frei geteilt, weiter genutzt, bearbeitet werden können. So, also basierend auf dem Open Source Gedanken,
Die Idee ist, wir erzeugen einen freien Zugang zu Information und Bildung für alle Menschen. Und da kann KI als Übersetzungstool zum Beispiel sehr hilfreich sein, so man sie denn kritisch untersucht. Aber die ist ja inzwischen recht zuverlässig, was das anbelangt. Es geht um Bilder, es geht um Texte, Musik, 3D-Modelle, Thingiverse würde ich es mal als Beispiel sagen, Videos, Animationen, eben, dass wir uns von diesen Urheberrechtsgeschichten dort versuchen loszulösen und die eben frei bearbeitbar machen und frei teilbar machen, diese Medien. Wenn ich überlege, wie viele Lehrkräfte Dinge erstellen für ihren Unterricht, die landen danach in deren Ordner. Und ich meine Ordner, also so ein Leitsding, nicht Folder. So, ja? Die landen in einem Ordner und landen in einem Regal und sie verwenden den für ihren Unterricht und vielleicht ist es was Fantastisches und viele andere können davon profitieren, müssen das aber wieder machen. Ja? Das könnte man alles vereinfachen durch solche OERs. Das Urheberrecht wird über offene Lizenzen geregelt, meistens Creative Commons, das ist so das Gängigste. Die Hürden auf dem Weg zu OER an Schulen, ich glaube, es sind die ähnliche, wie es auch bei freier Software gibt. Schulbuchverlage sind da und erstellen Lehrmittel. Die Einheit ist meistens immer noch das Arbeitsblatt, ja, also eine DIN A4-Variante mit Informationen drauf, vielleicht mit Abbildungen drauf. Wie werden ProduzentInnen entlohnt? Da sehe ich auf der einen Seite die Verlage, bei denen das problematisch ist, auf der anderen Seite sehe ich Lehrkräfte, die ja für ihren Job bezahlt werden. Und Teil des Jobs ist es ja auch, Lehrmaterialien zu nehmen, anzupassen und zu verwenden. Und warum soll man die nicht teilen dann? Und wenn es nur innerhalb der Schule ist erstmal. Ein großes Problem ist die Qualitätskontrolle, denn ein Beispiel ist, dass McDonald's Anfang der 2000er mal offene Bildungsmedien zum Thema Ernährung veröffentlicht hat. Und da war so eine steile These, ich erinnere mich, Fast Food ist alles, was man in die Hand nimmt und essen kann, also auch ein Apfel. So, das war der Versuch, dass da ein bisschen das Narrativ so zu gestalten, dass es McDonald's zugute kommt. Aber wer übernimmt die Qualitätskontrolle? Idealerweise wieder die Lehrkräfte. Ja, idealerweise sind die so gut ausgebildet, dass sie Material beurteilen können. Und tatsächlich ist das in einigen Ländern der Fall, dass Lehrkräfte in der Ausbildung, im Studium lernen, Material zu beurteilen. Ja, und dann hat man plötzlich eine große Spielwiese, um was zu finden, weil dann schaut man ins Netz, was gibt es, und dann traue ich dieser Information, würde ich das an meine Schülerinnen und Schüler weitergeben. So, geht es viel um Medienkompetenz. Bearbeitung. Lehrkräfte, okay, also ich glaube, wie man Arbeitsblätter zusammenkopiert, haben sie alle gelernt. Na, man schneidet das aus und legt es auf den Kopierer und so. Aber mit welcher Software bearbeite ich eine PDF? Mit welcher Software bearbeite ich irgendwie Material, was ich im Netz finde? Ja? Gibt es ein einfaches, schönes Layout-Programm? Oder will ich gar kein Arbeitsblatt gestalten, sondern vielleicht sogar ein digitales Medium, was ich meinen Schülerinnen und Schülern dann übers Netz zugängig mache? Und auch da ist noch sehr viel Wissen zu vermitteln an die Lehrkräfte. Für die Nutzung sowieso, was bringen die schönsten H5Ps, wenn ich nicht weiß, wie ich es irgendwie in eine digitale Umgebung reinbringe und an meine Schülerinnen und Schüler ranbringe? Und wie verbreitet man es? Also was gibt es vielleicht an Portalen, die so eine Qualitätskontrolle übernehmen können und die vielleicht auch zeigen können oder auch gleich die Software mitliefern können zur Bearbeitung von Materialien? Es gibt eine wachsende Zahl von OER-Portalen, Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, ZUM, da gibt es Apps und anderes Material. Wir lernen online, ist von der Wikimedia-Gesellschaft während Corona aufgekommen. In Kiel gibt es die Förde, also na, witzig, Förde, OER. Mundo ist die Bildungsmediathek der Länder, an die inzwischen alle Bundesländer angedockt sind, wo auch ZDF-Material, die ganzen Terra-X-Filme und sowas, alle dort verfügbar sind und in Unterrichtsmaterial eingebunden werden können. Und dann gibt es auch kommerzielle Angebote, wie Lehrer Online, was aus irgendeinem Grund das erfolgreichste ist. Ich weiß jetzt nicht warum. Man zahlt da Mitgliedsgebühren oder zum Teil auch Gebühren für einzelne Materialien. Es widerspricht aus meiner Sicht ein bisschen diesem OER-Gedanken. Aber gut, wenn es dazu hilft, dabei hilft, das alles zu verbreiten, ist es ja auch okay. Hier noch ein paar weitere Quellen und natürlich die Wikipedia ist eine tolle Quelle. So viele schöne Abbildungen, die da irgendwelche Leute machen und so viel Arbeit reinstecken. Warum nicht auch im Unterricht nutzen?
So, ja, am schönsten ist natürlich, wenn die Lehrkräfte so viel Freude daran finden, dass sie es selber machen und auch anfangen zu teilen und auf Portale hochzuladen. So, also, ich würde mir wünschen, mehr Commons an die Schulen. Mit dem Landesprogramm versuchen wir in allen drei Phasen aktiv zu sein. Wir sind an den Universitäten und gehen ins Studium rein, versuchen dort einzelne Sitzungen von Fachdidaktikveranstaltungen zu übernehmen, Zertifikatskurse zu geben, an die Zentren für Lehrkräftebildung ranzugehen und dort Angebote zu machen oder auch die Lehrenden fürs Lehramt dort zu beraten und gemeinsam was zu entwickeln. Wir sind mit den Studienleitungen im Referendariat in Kontakt, die eben das Referendariat begleiten. Dort gibt es ja auch immer eine gewisse Anzahl an Seminarsitzungen für die Lehrkräfte. Und da ist im Moment, also in der Biologie weiß ich es, eine von sechs beschäftigt sich mit digitalen Medien und die anderen fünf halt nicht. So, das ist ein bisschen schade, aber das ist in einem Prozess, also wird ausgebaut. Und der dritte Schritt sind Fortbildungen. Fertige Lehrkräfte können sich fortbilden, können sich weiter informieren. Da ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass es in Schleswig-Holstein keine Fortbildungsverpflichtung gibt für Lehrkräfte. Also die kommen, sind dann wirklich motiviert, weil die machen das freiwillig oder auf Anraten ihrer Schulleitung. Aber ja, in anderen Bundesländern gibt es eine Fortbildungsverpflichtung, dass man im Schuljahr so und so viele Stunden Fortbildung nehmen muss. So. Ziele wären, freie Software an Schulen weiter zu verbreiten, freie Daten für Citizen Science, wie eben bei der School Nature Challenge gezeigt. Maker Education ist ein großes Thema. Mein Kollege aus der Physik ist da viel unterwegs und baut mit Arduino irgendwelche Sensorengeschichten, irgendwie selbstfahrenden Autos und so Kram. Ich habe da gerade so eine Idee, es gibt ein schöne Software, BirdNet, die kann Vogelstimmen analysieren, auch mit einer KI. Und die läuft auf einem Raspberry Pi und den kann man dann 24 Stunden einfach Mikro raushängen und hat 24 Stunden Live-Mitschnitt, welche Vögel da vorbeikommen und zwitschern. Sowas könnte man an Schulen bauen, das ist Projekt fürs nächste Schuljahr bei mir. Oder für dieses, das hatte gerade angefangen. Mehr Frösche. Ach so, weil die ist tatsächlich recht gut, diese Vogelstimmenerkennungs-KI. Aber ja, klar, wenn da plötzlich ein Kondor kommt, dann kann man das mal hinterfragen, was der in Schleswig-Holstein macht. Genau, mehr Kollaboration, kollaborative Tools an die Schülerinnen und Schüler ranbringen und auch bei den Lehrkräften Communities of Practice bilden. Einfach Menschen, die zusammen an digitalen Unterrichtsmaterialien arbeiten. So. Gut, dann war ich schneller, als ich dachte und mit meiner Abschlussfolie, wer mich kontaktieren möchte, hier ist meine E-Mail-Adresse auf Mastodon, manchmal gucke ich da hin, manchmal auch nicht. So, und für Bildung für nachhaltige Entwicklung habe ich noch ein motivierendes Abschlussstatement und damit bedanke ich mich und bin offen für Fragen. So. Ob schon mal neue Arten entdeckt wurden mit iNaturalist, war die Frage. Das ist schwer zu sagen, weil für die Beschreibung einer neuen Art reicht halt ein Foto nicht aus. Ja, ich hab selbst schon Fotos hochgeladen, bei denen dann der Experte drauf guckt und sagt, womöglich eine neue Art. Ja. Also das kommt vor. Insbesondere, wenn man in die Tropen geht und anfängt, Käfer zu fotografieren. Ja. Ja. Ich habe eine Frage. Das sind ja jetzt praktisch alles so digitale Sachen oder eher so für ältere Kinder, ja, die praktisch also nicht mehr Zugang zu so einem Endgerät haben. Wir erleben ja eigentlich auch jetzt irgendwie mittlerweile eher kritische Stimmen. Also der Vorreiter Schweden, der jetzt an zurückzurudern und sagt, Digitalisierung in einigen Bereichen ist okay, aber, ja, und hier gibt es mittlerweile auch Stimmen irgendwie, ist es nicht vielleicht schon fast zu spät, weil die Kinder ja offensichtlich irgendwie schon im Babyalter mit dem Bildschirm konfrontiert sind und da machen wir uns nichts vor, die geben sich halt alle Mühe, das auch irgendwie digestierbar zu machen für die Damen und Herren und das bleibt natürlich auch hängen bei vielen irgendwie. Wie ist da praktisch im Grunde genommen, wie muss man sich da vielleicht irgendwie auch in der Bildung irgendwie positionieren, dass man praktisch irgendwie sagt, ja, das ist natürlich eine tolle Sache, aber... Ja, ich sehe gerade die einjährige Tochter von einer Bekannten vor mir, die in einem Lokal mal an einer Fliese entlang gewischt hat und sich gewundert hat, dass nichts passiert. Also da waren halt Fliesen an der Wand.
Ja, Sie haben sehr, sehr früh Kontakt mit diesen Medien im Elternhaus. Ich denke, dass Schweden da einen recht klugen Schritt gegangen ist und gesagt hat, Geräte raus aus der Grundschule. Meine Meinung ist durch Studien, also es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass es auch nicht vernünftig ist, so, zu früh mit zu viel. Ja. Es ist die Frage, was setzt man um? Also es gibt ja auch digitalisierungsbezogene Lernformate, die nicht direkt mit einem Bildschirm zu tun haben. Ja. Ich weiß nicht, es gibt so B-Bots, Roboter, die so Bienenform haben, denen man Algorithmen beibringen kann. So fahr zwei Schritte vor, dann fahr rechts und so weiter mit irgendwelchen Aufklebern. Dass man so algorithmisches Denken lernt, ohne jetzt wirklich vor einem Bildschirm zu sitzen. Ja? Das heißt, man kann Digitalisierung ja so und so treiben. Ja? Aber ich denke, dass es vernünftig ist, da vorsichtig zu sein und das langsam einzuführen. Also es gibt halt eigentlich, ich bin der Meinung, es ist ein unkontrollierbarer Bereich oder ein unkontrollierter Bereich oder unreglementierter Bereich, ja, wo halt praktisch der Gesetzgeber natürlich schon, wie gerade angeschnitten, irgendwie in Grundschulen einfach Handys weg. Mhm. Dass man sagt, irgendwie ab einem bestimmten Alter ist es sinnvoll davor. Mhm. Nicht sinnvoll, ne? Ja, aber auch zu sagen, ab einem gewissen Alter ist, also ist ja auch vielleicht nicht sinnvoll, weil der Entwicklungsstand in unterschiedlichem Alter ja unterschiedlich ist bei Kindern. Das muss ja, so, ja, aber wenn man so einen Grundsatz hat wie in der Grundschule, machen wir nichts mit Touchscreen oder so. Ja, solche Ideen wären da, ja. Mhm. Also es ist im Moment in den Curricula ist meines Wissens, mit Grundschulbildung kenne ich mich nicht sehr gut aus, aber ist nicht verankert, dass die da vor einem Computer sitzen müssen. Nee, was ich eigentlich, die Diskrepanz ist halt, dass die Kinder wachsen halt de facto nur noch von zu Hause mit diesen Dingern auf, kommen dann hin und im Grunde ist der Drops gelutscht, weil das, was sie als erstes sehen, das benutzen sie auch weiterhin und das ist auch für sie praktisch so das Ding, ja, irgendwie. Und auch die Eltern, ich meine, die Kinder, die quatschen ja alles nach. Ne? Das habe ich mir bestellt, ja, ich meine, die wissen zwar nicht, was das bedeutet, aber sie sagen, sie haben mir die Turnschuhe bestellt oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Also da werden ja praktisch gezielt eigentlich nur die Mechanismen schon gesetzt, die dann praktisch irgendwie, also wenn die jetzt nicht vor dem Bildschirm sitzen würden, sondern einfach rausgehen würden, dann würden sie den Kontakt zur Natur vielleicht nicht gar nicht erst verlieren, sondern praktisch den vielleicht eher mitnehmen. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich jetzt irgendwie so... Mhm. Also wir brauchen noch die Idee, wie wir die Grundschüler rauskriegen, ohne Smartphone dazwischen. Ja, also so, ja. Fassen irgendwie von Sachen oder Sammeln von Nüssen oder sowas ist ja, das ist ja eine ganz simple Sache eigentlich. Ne? Ja, ja. Und der Kontakt zur Natur ist ja halt eben das, was eigentlich nur ja eigentlich auch dort irgendwie versucht wird. Ne? Mm-hmm. Sowas für ja, gibt es, ja, ja. Oh, kann ich anfassen, habe ich die Schnecke da auf der Hand. Ne? Und so, das ja, ja. Also ich weiß, dass es eine große Bewegung gibt, draußen lernen, heißen die. Und die solche Formate auch versuchen, viel an Schulen zu bringen. Und das ist auch deutschlandweit vernetzt ist. Ja, und Konzepte zu entwickeln, einfach draußen Dinge zu tun. Ja. Ich denke, dass sich die aber auch in fortgeschrittenem Alter auch sehr gut kombinieren lassen mit digitalen Geräten. Ja, ganz sicher. Ja. Ne? So. Weil gerade in dem Alter, wo sie halt dann praktisch auch jetzt in diesen Challenges unterwegs sind, die sind natürlich schon irgendwie reifer und verstehen natürlich auch die Dinge deutlich besser. Ne? Also das ist schon klar, ne? Aber ja. Okay. Danke, das habe ich ständig vergessen, deine Frage zu wiederholen in das Mikro. Okay, gut, ja. Basierend auf der Frage, basierend auf deiner Aussage, dass ja natürlich Entwicklungsstatus unterschiedlich ist, macht es dann irgendwie Sinn, sowas wie, also das irgendwie zu überprüfen? Also ich habe, keine Ahnung, Schwimmabzeichen und lasse Kinder erst, wenn sie schwimmen können, ins tiefe Wasser. Mhm. Wir haben Führerscheine, bevor wir Leute ins Auto lassen. Macht es irgendwie Sinn, mal einzuführen, dass Leute mal auch als Selbstreflexion, also als Selbstinflexion verstehen, ein Feedback bekommen, was sie jetzt können, was sie nicht können? Ja, also was erlaubt wird oder nicht? Auf jeden Fall, Feedback ist super hilfreich, super nützlich. Grundsätzlich bei Bildungsprozessen, im Moment haben wir, glaube ich, nur nicht versetzt und versetzt, so als Feedback, ob man ins nächste Level darf. Aber nee, das findet auch schon auf kleinskaligeren Stufen statt. Es geht immer stärker auf individuelle Lernwege. Ja? Dass man sagt, okay, du kannst dich überprüfen, wenn du das und so weit geschafft hast, dann kommst du zum nächsten Level. Ja? Das geht immer stärker in diese Richtung in Schulen. Ja. Also es ist eine Bewegung da. Ja. Okay. Eine letzte Frage eher zu deiner Vita. Also wie kann man sich das vorstellen, du arbeitest an der Uni? Mhm. Du gehst dann in die Schulen rein und trainierst die Lehrkräfte oder machst du das direkt mit Schülern und Schülern?
Ja, also das Landesprogramm existiert seit 1,5 Jahren und wir sind 12 Educational Engineers an der CAU und wir haben alle ziemlich unterschiedliche Vorgehensweisen. Einige kommen aus der Schule direkt und haben dann auch noch Kontakt zu einzelnen Schulen. Ich kam eher aus der Lehrkräftebildung an der Uni und muss mir jetzt die Kontakte zu den Schulen noch suchen, hole die Lehrkräfte zu mir an die Uni, um Fortbildungen zu machen und entwickle diese Konzepte. Oder bin dann eben in Kontakt mit Leuten, die im Referendariat unterwegs sind, mit diesen Studienleitern. So. Also das ist nicht festgelegt. Ja. Beantwortet das ungefähr? Ja, okay. Gut, wunderbar. Dann, Dankeschön.